Ja, ich bin der Stuckich-Regel, Schwinger, Schwingerkönig 2019. Oh, yeah. Oh. Aus dem entscheidenden Moment bei ihm war sicher, dass er eine Partnerschaft mit Cecil getroffen hat. Das hat sehr viel im Hintergrund bewirkt. Also, den Familienalltag probieren wir eigentlich genau so. Oder probiere ich genau so weiterzuziehen, wie wir es immer haben. Aber dieser Alltag ist schon anders vor einem eidgenössischen Anlass. Ja, da bist du natürlich, bin ich auch wieder mehr fort. Training hier, Training da. Vorbereiten und das organisieren, dieses organisieren. Das sind ja auch das so Sachen. Ja. Regenerieren. Oder nimmst du mir ja extrem viel ab bei dieser Zeit. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ich packe dir aber den Mut. Genau, das stimmt. Tracht. Ja, einfach das nachher, das packst du. Und den Rest packen nicht. So ein bisschen essen, trinken. Genau. Der Vater macht dir Tee, literweise. Ja. Aber schon schön. Ja, aber ich sehe, auch dort ist das Zusammenspiel. Ja. Ja, also, es braucht viel Organisation. Es braucht einen guten Kalender. Wo man alles einschreibt. Ja, das ist gut, merci. aber sonst bin ich echt gut eingespielt. Im Grossen und Ganzen geht es, glaube ich, mittlerweile recht gut. Also wir bringen alles unter einen Hut. Und eben, wie gesagt, zum Glück ist meine Frau so ein Organisationstalent und auch gut strukturiert. Weil ja, wir wären ein Riesenkater, sonst würde die Hälfte nicht klappen, wenn du nicht wärst. Und die Leistungssportfamilie ist echt ganz einfach drin. Du machst den Leistungssport. Und sie macht Familie. Ja, aber ja. Und ich probiere mich so gut wie möglich einzubringen. Machst du auch, ja, klar. Ja, das fährt eben. Irgendwann stellst du den Wecker, stehst auf. Oder je nachdem, was ist, dann bist du schon vor Ort, gerade auf Platz. Und dann ist dann sicher morgen eben aufstehen, etwas zum Morgen essen. Man ist zwar auch ein bisschen nervös. Also ich muss mich auch zwingen. Vor dem Schwingfest etwas zu essen und dann ja, geht es ab an das Schwingfest. Und, ja, dann fährt das Ganze an und dann irgendwann wirst du aufgerufen für auf den Platz. Und dann machst du dort eben vor dem Gang deine Musterli, tust den Gegner noch einmal, gehst den Gang noch einmal durch, tust deinen Plan noch mal durchgehen, wie du es machen willst. Und ja, dann geht man in die Hose, wie es sagen will. Ja, das ist natürlich für uns Schwinger ist die Stimmung in der Arena grandios. Also vor 55.000, 56.000 Leuten kannst du auftreten und dein Bestes geben. Oder die Leute zujubeln und klatschen machen und die Hose. Das ist so ein Hühnerhaut-Moment. Für das lebt man auch ein bisschen. Und auf das freut man sich auch jedes Mal, wenn man einen eidgenössischen Kader hat. Unspunnen war schon schön. Aber der Schlussgang des Zuges ist natürlich schon unübertreffbar. Vor allem die ganzen Emotionen durch den Tag. Am Mittag hat es nicht so gut ausgesehen. Und jetzt wird es gleich Schlussgang. Und dann die Nervosität. Und dann die Lösung nach 42 Sekunden. Glück ist nicht so lange gegangen, wie man. So. Wenn du wissen willst, wie ich mich auf das Eidgenössische vorbereite, dann schaut bei der nächsten Sendung wieder rein.